Mal. Ja, klar. Aufzeichnung läuft. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 15 Minuten mit. Heute mit Rob Holub an meiner Seite in seiner Wohnung. Grüß dich, Rob. Du hast auch ein schwarzes T-Shirt an. Das fällt mir Ja. gerade auf. Ich hab zu 80% schwarze T-Shirts in meiner Kleiderkollektion. Obwohl mir ja mal eine Ex-Freundin gesagt hat, dass eine Farbe die Depression ausstrahlt. Ich müsste farbenfroher mich anziehen. Das ist mir irgendwie geblieben. Aber naja, ich bin ein glücklicher Mensch. Du bist ein glücklicher Mensch und du machst viele coole Sachen. Kannst du dich kurz vorstellen? Ich habe nur auf deiner Homepage eben nochmal nachgeschaut. Du bist ja nicht einfach Speaker, MC, du bist auch noch Videomacher, Creator und Musiker. Du bist irgendwie auch alles. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, genau, gut. Also eigentlich kommt alles bei mir aus einer Quelle und das ist die Kommunikation. Und die findet beim Menschen statt. Also eigentlich interessiert mich immer der Mensch und seine Geschichten. Mein beruflicher Background ist hauptsächlich TV-Produktion, also Fernsehen. Habe mich immer ein bisschen in der Unterhaltung und bei Reisedokus bewegt als Redakteur und Produzent. Ich würde mal sagen, das ist so das, was mich auch immer im Leben angetrieben hat. Also Reisen, Menschen, Geschichten, Emotionen, da auch die Musik. Also für mich ist die Musik ja auch nur eine Form der Kommunikation und des Ausdrucks. Und jetzt bin ich gerade aktuell an einem Dokumentarfilm dran, wo sich irgendwie all diese, ja, ich sag mal Passionen, im besten Fall auch Talente, irgendwie, die kommen jetzt alle zusammen. Also das Speaking, das Moderieren, Filme machen und Musik, das sind ja alles Elemente, die dann in einem Film für mich eigentlich zusammenkommen. Und das macht ja für mich das Medium Film dann auch so stark, weil es einen emotional abholen kann, mehr denn viele andere Sachen, die man konsumiert, sage ich jetzt mal. Und du bist gerade dabei, eine große Doku, also wirklich eine Doku zusammenzuschneiden, einen Film, basierend auf einer persönlichen Geschichte. Und jetzt treffen wir uns gerade online. Aber du hattest ja mal eine Erfahrung, wo du gesagt hast, mir reicht das jetzt. Ich will nicht die ganze Zeit online sein. Ich will nicht bei Instagram und all diese Sachen machen. Und hast dann die Idee, wenn ich es richtig verstanden habe, auch für diese Doku gehabt mit dem Titel Connect. Magst du da kurz was zu sagen? Genau, also der Titel ist Searching for Contact und ich glaube, der bleibt auch Searching for Contact. Das ist eine Suche. Es ist sicher auch zum Teil ein großer Selbstfindungstrip dahinter. So, jetzt hat es gerade wieder gepinkt. Ich vergesse immer, Ja, meine Mindfulness-Bell auszumachen. Erinnert mich daran, dass ich nicht mindful bin. ich habe mein Smartphone da irgendwo auf Flugmodus, glaube ich zumindest. Na, jedenfalls bin ich der Frage nachgegangen, aber schon sehr früh. Also, ich habe vor 13 Jahren einen Song geschrieben, damals in New York gelebt und da kam ja Social Media auf. Also 2007 habe ich mein erstes iPhone gekauft, dann ziemlich schnell meinen Facebook-Account kreiert und dann hat einfach eingeschlagen bei mir irgendwie das Verständnis, wow, da passiert jetzt richtig groß was, ohne es zu werten, aber doch irgendwie auch, fand ich es irgendwie auch nicht nur gut. So, also die ganze Kommunikation, die sich da jetzt in die virtuellen Welten verschoben hat. Und damals habe ich einen Song geschrieben, der heißt Miss Facebook. Ich glaube, den findet man auch nicht mehr online. Und dann habe ich einen zweiten Song geschrieben, Virtual Playground. Und dann habe ich ein Album produziert in London. Das ist jetzt noch nicht mal veröffentlicht. Das will ich mit dem Film veröffentlichen. Das Contact heißt. Und es ging immer für mich um dieses Zusammenspiel Mensch und Technologie. Und dann eigentlich viel tiefer gehen die Frage, wer wir sind oder wer bin ich. Was tut mir gut? Was will ich? Weil es ganz klar auch eine Tendenz gibt, dass wir uns in diesen Tools verlieren können, weil sie abhängig machen können und ich selbst diese Erfahrung gemacht habe. Genau, und drum Searching for Contact, es ist eine Suche, es ist mehr eine Hinterfragung des Lebens in einer Gesellschaft, die sehr digital getrieben ist. Ich liebe Technologie, ich nutze das als Medienschaffender sowieso ganz viel. Drum ist es nicht, die Technologie anzuschwärzen oder zu sagen, das ist schlecht per se, sondern es ist eben diese Suche nach Kontakt und vielleicht noch zum Abschluss von meinem kleinen Monolog hier. Kontakt ist für mich ja der menschliche Kontakt in der physischen Welt, die wir ja gerade eben jetzt nicht so erleben dürfen, ja. Aber es ist eben auch der Kontakt zu sich selbst. Okay, also nach innen und nach außen. Was jetzt gerade, genau, Searching for Contact, ich habe Connect gesagt, um, was du gerade sagst, mit sich selbst im Innern verbunden zu sein und auch nach außen, weil wir das Außen brauchen. Und ich erlebe es ja auch gerade, ich bin auch sehr viel, ich habe dieses Projekt gestartet, interviewe sehr viel, bin also wirklich in Kontakt mit vielen Menschen und genieße den Kontakt. Gleichzeitig sehe ich aber auch die Gefahr, dass ich mich darin
total verliere. Wie geht es dir damit? Hast du für dich so Routinen, Off- und Online-Routinen, oder wie handhabst du das, dass du nicht der Sucht verfällst? Ja, also jetzt ist es halt eine spezielle Situation, in der wir gerade sind. Also man ist fast gezwungen, sich digital auszutauschen, mehr denn je. Und darum ist es eine gute Übergangslösung auch für mich. Dass wir, was wir jetzt tun, ist besser, als es sich gar nicht auszutauschen. Dasselbe mache ich mit meinen Freunden und Familie. Lustig ist dann, dass nicht alle Leute, also die Qualität der Kommunikation ist nicht per se immer Zoom, ist nicht immer die beste Lösung. Es gibt auch Situationen und Menschen wie mit meiner Mutter telefoniere ich, und die Stimme ist da irgendwie, hat mehr Intimität als Skype über Videokonferenz, sage ich jetzt mal. Ich bewege mich momentan, ich glaube, wie die ganze oder halbe Welt, gezwungenermaßen sehr stark jetzt auf meinem Laptop und Smartphone, mehr als dass ich es mir so wünsche. Und ich glaube, ich bin dadurch jetzt auch sehr sässig. Ja, also ich bewege mich sonst viel, reise viel und bin halt auch in der Quarantäne. Und das ich glaube, es geht ja auch bei Contact darum, ich glaube, man liest das ja jetzt auch, also Social Distancing, nein, es ist Physical Distancing, Emotional Distance, also Emotional Distance, eigentlich kann man sich emotional ja auch nahe sein, ja, digital. Die Frage ist, wie weit, wie nachhaltig und wie tiefgehend. Und ich glaube, bei dieser ganzen Entkopplung der physischen in die virtuelle Welt ist die große Frage des Embodiment. Mhm. Also fühle ich mich connected zu meinem Wesen als Ganzes, und dazu gehört der Körper ja auch. Wir sind nicht nur Geist und Seele, sondern auch Körper. Und ich glaube, je mehr ich hier in diesem Sessel sitze und nur so quasi eindimensional hier kommuniziere, desto mehr Connection verliere ich im Sinne des ganzen Daseins, sage ich jetzt mal. Das, was du gerade sagst, ist cool. Entschuldigung, wenn ich gerade reinspringe, weil ich mich jetzt gerade auch mit sowas beschäftige, sehr intensiv. Diese nach innen, wie bin ich mit mir selbst verbunden? Ich hatte, weil du jetzt gerade davon sprichst, mit der Mutter telefonieren. Ich habe vorgestern Nacht ein Coaching bekommen mit Carl Cease, habe ich das gemacht, einem Amerikaner, ein unglaublich cooler Typ, der so in Sachen Comedy und Transformation arbeitet. Und habe das hat unglaublich gut funktioniert, aber auch, weil er nicht einfach coacht, sondern weil er total verbunden ist mit sich und mit seiner Umwelt. Und es hat mich im Moment, als wir das gemacht haben, habe ich mich nicht einfach nur mit ihm verbunden gefühlt, sondern vielmehr mit mir. Und dann war das gar kein Problem, dass wir bei Zoom waren. Mhm. Was ich dann auch erlebe, ich, dass Menschen sich treffen im echten Leben, aber überhaupt nicht verbunden sind. Natürlich, ja. Natürlich. Ja, es ist ja, also das geht dann schon auch sehr weit, diese Diskussion natürlich. Also man landet dann schnell mal bei überhaupt Wahrnehmungen. Also wenn wir Trump als Beispiel nehmen, ist es sehr einfach zu sagen, was für ein Holzkopf und was für ein Arsch oder was auch immer. Und das liest man in den Medien und das ist so, verstehe ich natürlich auch. Aber sich immer, also ich kann ja nur aus eigener Erfahrung hier sprechen, und meine Erfahrung mit meiner Reise, die ja dann jetzt 3 bis 4 Jahre gedauert hat, jetzt könnte ich nicht mehr reisen und all diese Menschen treffen und Interviews machen. Darauf basiert ja der Film. Ich habe mich mit Menschen ausgetauscht, weil ich gesagt habe, ich möchte von Menschen hören, wie es ihnen nicht geht. Ich möchte nicht einfach sagen, wie ich die Welt sehe, sondern das von den anderen hören, um zu sehen, ob es etwas Gemeinsames gibt. Und ich glaube, für mich das größte Learning dieser Reise im Kontext damals mit Social Media zu sagen, hey, ich muss als Musiker Followers haben und ich werde nur an Followers gemessen und sonst wird meine Musik nicht wertgeschätzt. Was ist das für eine scheiß Welt und überhaupt, das ist nicht fair und so, oder? Dieses irgendwie so Self-Pityness und Blaming Others funktioniert sehr schlecht. Und ich glaube, grundsätzlich war für mich das Learning, und das tönt jetzt sehr abgedroschen, aber ist leider oder zum Glück so, alles fängt bei dir selbst an. Das heißt, du musst immer zuerst eigentlich bei dir hinschauen. Das heißt, jede Reaktion in der Außenwelt, und sei es deine eigene Reaktion, und Trump ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber vielleicht auch ein sehr gutes. Ich finde, er ist ein super Beispiel. Ja, ist so, Moment, warum haben die anderen Leute Unrecht oder warum sind sie Arschlöcher oder, also, zu hinterfragen, warum man so fühlt oder so denkt. Das heißt, und warum ist das nicht gleichberechtigt? Weißt du, was ich meine? Ich, und, ja, ja.
Genau, das finde ich mega spannend, weil du jetzt gerade von Trump sprichst. Ich habe mich auch in letzter Zeit viel damit beschäftigt, so was löst meine Umwelt aus in mir? Und es hat weniger mit ihm zu tun. Natürlich, es gibt sicherlich bessere Präsidenten, aber ich sehe ihn auch als Chance, dass er etwas anstößt in mir und ich in mir Dinge entdecken kann, an denen ich zu arbeiten habe, bevor ich mal sage, ihr müsst was anders machen. Ihr geht es doch darum, dass wir für uns selbst Dinge ändern. Man könnte das genauso als Chance ansehen, weil wenn man sich dann ja, jetzt kommt die große Magie hinter dem Ganzen, und das kennt man ja auch schon Jahrtausende sehr wahrscheinlich sogar, dass wenn man sich ändert, ändert sich ja das Umfeld, also entsprechend mein Leben. Ja? Mhm. Also wenn ich mich im positiven Sinne verändere, verändert sich automatisch, und da kann ich wirklich hundertprozentig dahinter stehen, hinter dieser Aussage, aus Erfahrung mein Umfeld, mein Leben, auch im positiven Sinne. Hast du einen großen Shift, eine große Veränderung erlebt so die letzten 4 Jahre? Also hast du, weiß ich ja. Aber was sind so die 3 wichtigsten Punkte, die sich für dich so, also 3, 2 oder 4, was auch immer, wo du jetzt sagst, wenn ich zurückblicke bis heute, das hat sich massiv für mich verändert? Also für mich war es, also es gibt mehrere Themen, aber das eine war, ich habe mir früher immer sehr viel Druck gemacht, ja. Druck im Sinne von ambitioniert und leistungsorientiert und erfolgsorientiert. Auch vielleicht das Konzept von Erfolg für mich nicht gründlich erforscht, was das genau heißt. Also eher gemessen halt am Markt, am Erfolg im Sinne von als Musiker vielleicht ist es die große Bühne, wobei ich will immer noch mal auf der großen Bühne vor tausenden Leuten mit einer Band dastehen und einfach Energie rausschicken und zurückkriegen. Nur habe ich mich psychisch abhängig gemacht, ja, von diesem Erfolg im Kopf. Und das hat enormen Druck auf mich selbst auch ausgeübt. Also ich habe Druck auf mich selbst ausgeübt. Das habe ich jetzt umgedreht, weil ich mir überlegt habe, was eigentlich Erfolg ist, was wichtig ist für mich, ist Erfolg, nämlich Gesundheit, mein soziales Netzwerk, eine gewisse finanzielle Sicherheit und so weiter und so fort. Das macht für mich den Erfolg aus. Und nur wenn ich in diesem Sinne erfolgreich bin, kann ich auch anderes erreichen, weil ich muss in erster Linie gesund sein, gut gestimmt, gute Energie haben und so weiter. Das wäre so das Erste. Und das Zweite ist eben dieses leicht spirituell angehauchte, könnte man sagen, dass es wirklich alles bei mir anfängt, dieses Reconnecting to your true self, und das ist, da könnte man Bücher füllen darüber, aber es geht für mich genau um das, was ich vorhin gesagt habe, und das muss jeder für sich selbst, und jetzt kommt der dritte Punkt, und das ist für mich eigentlich das Essentiellste an allem, gerade in einer Zeit, wo uns so viel Content präsentiert wird, was toll ist, man muss sich dann halt den richtigen auswählen, es geht für mich neu jetzt um Erfahrung, also Experience. Und das habe ich früher nicht verstanden, als mir das jemand gesagt hat, der da schon seit 20 Jahren so im Bereich Meditation und Spiritualität unterwegs ist, kann man davon denken, was man will. Also Meditation per se ist immer gut, finde ich. Aber die Person hat mir immer gesagt, Experience, not Intellect. Und jetzt verstehe ich es, weil ich gewisse Erfahrungen gemacht habe, wo das Verständnis dann nachher kommt, ja. Also nicht, ich lese ein Buch, ich höre mir einen Coach an oder einen Guru, ich verstehe es und denke, aha. Sondern ich weiß, da gibt es diese Mechanismen und jetzt gehe ich ins Exploring, also ins Erfahren. Und durch die Erfahrung, durch die Selbsterfahrung, macht es dann Klick hier oben. Das ist ein großer Unterschied. Warum? Weil sich das wie gewissermaßen dann auch einbrennt. Also man kann dann effektiv auch leben, was man denkt. Du embodiest es, du lebst es wirklich. Es ist nicht nur ein Konzept, wo du denkst, so sollte es sein. Es gibt ja diese schöne Geschichte von dem Meditierenden, der irgendwie 30 Jahre in der Höhle ist und jetzt denkt, er hat es geschafft, weil er da oben in der Stille war, kommt zurück. Jemand tritt ihm auf den Fuß und er schreit die Person an, weil es weh tut. Hat also nichts gebracht, weil er es nicht wirklich embodied hat. Er hatte das Konzept, jetzt bin ich der weise Mönch nach 30 Jahren. Aber ja, war es nicht wirklich. Genau, ja. Herr Rob, wir sind schon über die 15 Minuten. Wow. Wir könnten noch Stunden weitersprechen, weil es natürlich so ein spannendes Thema ist. Nein, das ist super. Ich danke dir für das Interview. Wann und wie und wo kann ich den Film sehen? Genau.
Also zum Abschluss noch zum Filmprojekt. Ich bin da seit knapp 4 Jahren dran, möchte es in diesem Jahr abschließen. Diese Corona-Geschichte jetzt hat natürlich das Ganze noch mal ein bisschen aufgewühlt. Ich werde das in dem einen oder anderen Sinn mitnehmen. An dieser Stelle ein Aufruf hier auch, das findet ihr auf meiner Facebook-Seite. Also ihr solltet mich unter Rob Holub finden. Ich habe einen Aufruf gemacht per Video und suche eigentlich Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt, die jetzt ihre Stimme hörbar machen und mir sagen, wie es ihnen geht. Zu der jetzigen Situation mit Social oder Physical Distancing. Das heißt, ihr könnt mir eure Geschichten per Video einschicken und potenziellerweise, möglicherweise landet ihr sogar im Film. Das ist jetzt. Ich verlinke das hier unter diesem Video, dass ihr den Rob findet und schickt ihm die Videos. Und noch was anderes, wenn ihr eine große Bühne habt, irgendwie ab Sommer, wenn wieder Menschen draußen sind und noch einen Musiker braucht, der Energie rausschickt und auch dann das wird sich das auch an. Dann auch alles noch. Zuerst der Film, ja, und dann die Musik, genau. Dann der zweite große Traum. Cool, Rob, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche dir weiterhin eine gute Connection zu dir selbst. Und zu den anderen. Hey, und zu dir auch. Danke vielmals, Sven. Das war echt cool. Ich finde es super, dass du das machst. Und darum hat es mich gefreut, da auch dabei sein zu dürfen. Cool, ja, sehr gern. Ich gehe jetzt offline nach diesem Video. Sonntag, Montag. Einfach mal off und anders verbunden sein. Weil eigentlich heißt offline sein ja woanders online sein, im echten Leben. Irgendwie so, genau. Turn off to turn on. Ah, ja. Kann man auch irgendwie anders interpretieren, aber gut. Also. Wie Peter Lustig immer gesagt hat, jetzt abschalten.